So, gerade wieder ein Lunch umgebracht. Heute haben wir einen Foodtruck da, der heißt Glucks Quill & Friends. Da gibt es verschiedene Stir-Fries. Meine Interpretation war jetzt, das ist ein geschnetzeltes mit Chicken oder anderem Fleisch. Ich habe es gehabt mit Chicken, da waren Zwiebeln drin und grüne Paprika und dann das Ganze wird in einem Sandwich serviert. Und dann gibt es noch einen Kast drüber. War jetzt im Prinzip nicht schlecht, aber schon gescheit fertig. Also, da haben die Burger, glaube ich, besser. Aber gut. Manchmal muss man nicht mehr, was da ist. Und heute soll den geben. So, jetzt muss man mal sagen, wenn man da so durch die Gegend fährt, es stimmt schon. Es ist alles weit auseinander. Aber das Fahren ist so entspannt, weil die Straßen so breit sind und weil man bloß 45 fahren darf. Und das heißt, keiner rast umeinander, weil man darf eh nicht schnell fahren. So gesehen, Entfernungen, ja. Aber Fahren hier ist schon extrem entspannt. So, jetzt war ich beim Einkaufen beim Lidl und entgegen meiner Vorsätze, dass ich mir kein Fastfood mehr kaufe, habe ich mir das mitgenommen. Das sind Thai Noodles with Sweet Sour Sauce. Eigentlich würde ich mir heute meinen restlichen Salat machen, dass ich mein Fleisch aufbrauche, weil morgen sind wir auf die Nacht dort bei der Ausstand feiern und da gehen wir wahrscheinlich irgendwie, wo man vielleicht auch was essen kann. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass ich meinen Salat am Mittwoch mache. Weil es jetzt schon so spät ist, 8:30 und jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, dass ich hier rumkomme. Ich muss das Fleisch und den Salat schneiden. Keine Ahnung, ist mir jetzt ein bisschen zu viel Action. Das heißt, ich mache jetzt einen Selbstversuch mit Thai-Nudels. Und den heute natürlich fest, logisch. So, die Nudeln haben noch Zuwachs gekriegt und zwar drei so Chicken Cheese Taquitos. Das sind so kleine Röllchen aus der Tiefkühltruhe und eine Radler mit Corona und Fanta. Genau. Ja, das ist jetzt quasi das Omnissen heute. So, guten Morgen. Dreiviertel sechs in der Früh. Heute bin ich mal ein bisschen eher aus dem Bett gekommen und gehe zum Laufen. Heute haben wir einen Workshop. Ich möchte nicht so spät in der Arbeit sein, aber ich möchte nicht zum Laufen gehen. Fähig zwitschern, dass du sagst, du spinnst. Weiß nicht, ob man das hört. Unglaublich. Der Mond steht da hinten am Himmel und es ist noch fast dunkel, aber es ist schon 22 Grad. Brutal. So, nach 6 Kilometern war ich jetzt wieder daheim. Und weil es noch nicht so spät ist, bin ich schnell rein. Hab mir meinen neuen 4-Dollar-Rucksack vom Lidl geholt, hab mein Schwimmzeug rein. Jetzt laufe ich zum Pool, schwimme runter. Und dann gehe ich mit meinen Flipflops zurück und dann tue ich mich daheim duschen und dann passt's. Super Geschichte. Okay, das mit dem Pool war im Prinzip eine super Idee, aber offensichtlich ist um 6:30 in der Früh der Türmechanismus noch nicht entsperrt. Das ist wahrscheinlich keiner Grund, dass man da so früh zum Schwimmen geht. Da muss ich sozusagen recherchieren, ab wann man da legalerweise reingeht. Ich wollte jetzt nicht gleich in der zweiten Woche über den Zahn springen. Muss man sich erst einmal erkundigen, was da an Überwachungszeug da ist. Also dann gehe ich jetzt warm und tue bloß duschen ohne Schwimmen. So, heute Workshop und es gibt Bagels mit Cream Cheese und Crispy Donuts.
Und ich filme es jetzt einfach mal, egal was die Kollegen sagen. Die Praktikanten, die lachen schon alle. Donut brutal ist es, aber super gut. Und der Bagel schmeckt auch wunderbar.